Hier herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es ja im weitesten Sinne um das Thema Marketing. Genauer gesagt geht es einfach darum, was so deine ersten Schritte sind, wenn du jetzt im Network Marketing startest oder ja, wenn du jetzt beginnst, dein Marketing gezielt aufzubauen. Das ist so eine Frage, die ja mich ja immer sehr, sehr häufig erreicht, gerade bei Partnern, die jetzt frisch im Network Marketing starten, die auch frisch bei mir in meiner Struktur starten. Da ist dann immer so die Frage, Mensch, wie fange ich denn jetzt am besten an? Ja, und ich meine, Marketing kannst du ja auf viele Wege machen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie du Marketing betreiben kannst. Ob du jetzt einen eigenen Blog startest, YouTube-Kanal, ob du ja auf Telefonakquise setzt. Egal, was du da jetzt für dich aktuell machst, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und deshalb möchte ich dir jetzt in diesem Video einfach mal so die aus meiner Sicht oder möchte dir einfach meine Empfehlung geben, nach der Reihenfolge, wie ich es für sinnvoll erachte und so, wie ich es für mich dann auch gemacht habe. Und ja, werde ja auch sagen, warum das dann so ist, ja. Also lass uns mal kurz auf die Definition Marketing eingehen, einfach damit wir da über das Gleiche dann auch sprechen. Natürlich, du kannst das, ich möchte es auch nicht unnötig verkomplizieren. Für mich ist Marketing halt einfach die Fähigkeit von einer Person oder von einer Firma, von einem Unternehmen, durch gezielte Maßnahmen ja auf sich aufmerksam zu machen, bekannter zu werden, Reichweite zu erhöhen und so weiter. Letzten Endes geht es darum, dass dein Marketing dir mehr Kunden und Vertriebspartner bringen soll, ja, um jetzt hier im Bereich Network Marketing zu bleiben. Das ist ja letzten Endes das Ziel deiner Bestrebungen, damit dein Geschäft eben halt weiter wächst, ja. So, und jetzt ist die Frage, aus welcher Sicht betrachtest du Marketing? Weil dementsprechend hast du natürlich andere Zielsetzungen. Es gibt viele Aufgaben, die das Marketing hat, beziehungsweise viele Ziele, die du mit jeweiligem Marketing dann dementsprechend erreichen kannst. Und je nachdem, was deine Zielsetzung ist, ist es natürlich ja eine ganz andere Kiste, wie jetzt zum Beispiel der klassische Networker, der im Network Marketing startet. Wenn du jetzt ein Startup hast und du möchtest das Startup so schnell wie möglich groß machen, um es gewinnbringend zu verkaufen, dann ist dein Marketing höchstwahrscheinlich anders, ja, und du wirst es anders aufbauen, wie wie wenn du jetzt im Bereich Network Marketing aktiv bist, ja, weil du dort eine ganz andere Ausrichtung hast. Du hast eine längerfristige Ausrichtung, ja. Und deswegen wirst du zum Beispiel, wenn du ein Startup gründest, jetzt nicht einen Blog beginnen, wo du anfängst zu schreiben, ja, welche Erfahrungen du in der Branche gemacht hast und so weiter, weil du wirst ja das Unternehmen sowieso verkaufen. Das heißt, du wirst dann eher andere Wege nutzen, wie jetzt der klassische Networker, ja, das ist das heißt nicht, dass das eine besser und das andere schlechter ist, sondern du musst einfach die Kanäle für dich wählen, die zu deiner Zielsetzung passen. So, und wenn du dir jetzt mal das klassische Marketing anguckst, dann hat das klassische Marketing die Aufgabe, A, die Aufmerksamkeit zu erreichen oder mehr Aufmerksamkeit auf das Unternehmen, die Produkte zu bekommen, die Produkte dann logischerweise zu verkaufen, Mitarbeiter geeignete zu gewinnen, Umsatzgewinn steigern, Bekanntheitsgrad steigern, Kundenbindung steigern, Markentreue, Imageaufbau, Kundenzufriedenheit erhöhen, solche Dinge. Und wenn du jetzt, machen wir den Spagat zum Network Marketing. Im Network Marketing ist es so, dass du, und das ist meine Empfehlung, du solltest hier auf gar keinen Fall beginnen, deine Produkte und das Partnerunternehmen zu bewerben. Ja, bin ich auch ganz offen und ehrlich. Letzten Endes, du bist, davon gehe ich einfach jetzt mal aus, du bist eine Person, ja, die ist konsistent, du möchtest mit einem Unternehmen am liebsten ein Leben lang zusammenarbeiten, so ist es zumindest bei mir. Letzten Endes weißt du, was du für Werte hast, du weißt, was du ja bereit bist zu geben, ja, du weißt, dass dieses Unternehmen die Liebe deines Lebens ist, aber leider ist es wie in der richtigen Ehe auch, es kann natürlich sein, dass eine der beiden Parteien ja irgendwann aus der Reihe tanzt, ja, da kann es sein, ein Unternehmen geht insolvent, es kann sein, das Unternehmen ändert Marketingpläne, ja, führt irgendwelche Regeln, Kriterien ein, die einfach nicht mit dir mehr passen und dann kann es natürlich unter Umständen auch sein, dass sich beide Parteien dann eben trennen, ja, das kann einfach passieren. So, und wenn du jetzt alles auf Produkt- und Partnerunternehmen aufgebaut hast, das heißt, wenn du dein komplettes Marketing, ich mache mal ein Beispiel, mal angenommen, du hast hunderte Blogartikel erstellt, die jetzt nur auf diese
dieses Produkt und dieses Partnerunternehmen abzielen, dann stehst du danach einfach wieder von vorne da. Im Gegensatz dazu, wenn du dich als Marke, als Produkt vermarktest im Network Marketing, dann hast du, jetzt nehmen wir einfach mal auch das gleiche Beispiel, mal angenommen, du hast auch hunderte Blogartikel erstellt, aber du hast nicht das Produkt und das Partnerunternehmen in den Vordergrund gestellt, sondern du hast dich, deine Arbeitsweise, deine Werte, ja, du hast also alles, was so rund um dich betrifft, in den Vordergrund gestellt. Dann spielt es gar keine Rolle, ob du dich heute von dem Unternehmen A trennen musst oder ob das Unternehmen A, B oder C pleite geht, sondern dein Marketing kann weiterlaufen. Ja, das heißt, du musst da auch nichts großartig verändern. Ja, bei mir ist es so, ich müsste jetzt theoretisch 2, 3, 4, 5 Links abändern. Ja, hab da vielleicht einen halben Tag Arbeit, wenn überhaupt. Und dann könnte ich ganz normal weitermachen. Ja, und so solltest du das halt eben auch aufbauen. Das heißt nicht, dass du niemals etwas über das Produkt oder Partnerunternehmen sagen solltest. Ja, ganz im Gegenteil. Man kann Beispiel, gerade wenn es um gezielte Werbeanzeigen geht, kann das auch durchaus Sinn machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du solltest für dich dein Marketing so ausrichten, dass du deinen Bekanntheitsgrad steigerst und nicht den Bekanntheitsgrad deines Partnerunternehmens, dass du für dich die Reichweite steigerst und nicht für das Partnerunternehmen und das Produkt, ja, weil letzten Endes bist du das Produkt. So, und gerade im Network Marketing haben wir die Situation, die Produkte, die Unternehmen, die können so gut sein, wie sie wollen. Die Menschen starten im Network Marketing. Klar, das Produkt muss passen, ja, das Interesse muss auch vom Interessenten da sein, aber letzten Endes starten die Menschen im Network Marketing in der Regel wegen der Person, die sie entweder zur Geschäftspräsentation eingeladen hat oder wegen der Person, die ihnen die Produkte und Dienstleistungen gezeigt hat. Ja, also, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie sollte man, also das ist einfach jetzt mal so diese Grundlage, ja, und deshalb ist es jetzt, gehen wir jetzt einfach mal daran, darüber zu sprechen, wie du starten solltest. Wichtig ist, du musst einmal verstehen, dass es, ich mache jetzt einfach mal den Großbegriff Marketing, da hast du zwei verschiedene Möglichkeiten. Ja, du hast einmal das klassische Marketing, welches darauf ausgelegt ist, dass Menschen eher auf dich zukommen. Ja, das heißt, du investierst Zeit, Geld, solche Dinge in dein Marketing mit dem Ziel, dass Menschen ja nach einer kurzen oder nach einer längeren Zeit ja von dir hören, sich mit dir und deinem Thema beschäftigen und dann irgendwann auf dich zu kommen. Dieses Thema ist erfahrungsgemäß aber so, das könnten zum Beispiel sein der eigene Blog, der eigene YouTube-Kanal, ja, das können der eigene Podcast sein, ja, auch wenn man, weißt du, manchmal können diese Dinge schnell gehen, manchmal dauert es aber auch länger, ja, bis du darüber genügend Leads und Interessenten generierst, damit du schnellstmöglich vorankommst. Deswegen, nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll, diese Dinge zu machen, ja, aber halt eben langfristig gesehen. Das heißt, weil diese Themen, die ich jetzt eben gerade mal so angeschnitten habe, da gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die werden dir in der Regel erst langfristig dauerhafte Ergebnisse bringen, ja, und das ist gut, weil du dann quasi auch langfristig gesehen einen stetigen Strom an Interessenten hast und ja, und aus Interessenten dann quasi Leads, Kunden werden und so weiter, ja, so, aber das Problem ist, diese Langfristigkeit, und wenn du, nehmen wir mal das Beispiel Blog, ja, ich generiere heute über meinen Blog regelmäßig neue Leads, ja. Wenn du jetzt aber anfängst, ja, dann kann das natürlich sein, dass du da mal ein halbes Jahr, ja, vielleicht auch mal 1,5 Jahre erstmal gar keine nennenswerten Ergebnisse siehst. Das Problem dabei ist einfach, dass die meisten Menschen nicht dieses Durchhaltevermögen aufbringen können oder auch gar nicht diese Zeit haben, so lange warten zu können, bis diese Marketingmaßnahme greift. So, und deswegen solltest du für dich beginnen, indem du Strategien wählst, Marketingkanäle wählst, die dir ja sofortige Ergebnisse bringen. Das ist dann hier dieser Bereich. Ja, also der Bereich hier Verkauf, sofortige Ergebnisse, Rückmeldungen. Ja, und dazu parallel, ja, dir aber auch Marketing
Kenntnisse aneignest, dir Marketingkanäle aneignest, die dir auch nach einer gewissen Zeit, ja, nach einem gewissen Investment an Zeit, Geld und so weiter, die auch einen regelmäßigen Strom an Interessenten bringen. Und da sieht meine Empfehlung eben wie folgt aus. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, jetzt weiß ich auch, warum das nicht ging. So. Also siehst, wir sind hier live, ist für mich auch nur so ein bisschen neu hier, der Umgang mit der ganzen Sache, aber das nur so by the way. Ja, deswegen meine Empfehlung. Du siehst hier in den Klammer SE und LE, das ist einfach sofortige Ergebnisse oder schnelle Ergebnisse und LE ist dann einfach langfristige Ergebnisse. Ja. Und deswegen solltest du dein Marketing beginnen so aufzubauen. Wichtig ist hier vorab, muss ich noch was dazu sagen, beginne dein Marketing so, dass du dich auf eine Sache fokussierst. Und wenn du diese eine Sache beherrschst und diese eine Sache läuft, ja, dann gehst du erst zur nächsten über und baust die in deinen, ja, wenn du so willst, in den Marketing-Mix mit ein und beginnst dann diesen Kanal aufzubauen, ja. Weil im Network-Marketing wird es jetzt nicht so sein, dass du ein riesen Team gerade zu Beginn hast, sondern du wirst wahrscheinlich gerade zu Beginn alleine starten, ja. Und wirst auch keine Angestellten haben, die dir gewisse Aufgaben abnehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich hier fokussierst. Weil wenn du zu viel zu Beginn anfängst, dann wirst du in nichts richtig gut werden. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, so, und deswegen solltest du als allererstes mit deinem persönlichen Netzwerk starten. Warum? Die meisten Menschen, die haben, also wenn es dir so geht, wie es mir ging, ich bin im Network Marketing angefangen, im Strukturvertrieb angefangen, ohne jemals Marketing-Erfahrung gehabt zu haben oder geschweige denn Erfahrung in Verkauf, Promotion etc. Ja, das sind alles so Themen, die musste ich mir erst aneignen. Und wo willst du diese besser lernen als in deinem persönlichen Netzwerk, wo du einen Vertrauensvorschuss hast? Es geht nicht darum, weil das immer so, viele haben da immer so gleich einen negativen Touch, weil sie denken, sie müssen ihr Netzwerk abgrasen. Ja, das wird ja auch von vielen da draußen so propagiert. Und ich mag auch gar nicht ausschließen, dass es viele Menschen gibt, bei denen das tatsächlich so ist. Ja, ich für meinen Teil habe es aber für mich einfach so gemacht, dass ich mein persönliches Netzwerk auf eine angenehme Art und Weise angesprochen habe und einfach die Menschen dort auch quasi genommen habe, ohne die jetzt dort auszunutzen, sondern die wussten das auch alle, dass ich ein neues Geschäft aufbaue und dass ich einfach Menschen brauche, wo ich die ersten Erfahrungen sammeln kann. Ja, so, und so bin ich dann im Prinzip hin. Und die genauen Leitfäden, die gibt es natürlich dann in meinem Team und so weiter. Aber einfach nur, damit du den Hintergrund verstehst. Und so habe ich dann im Prinzip die ersten Erfahrungen gesammelt. Ich wusste also, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich habe quasi aus theoretischem Wissen mir Erfahrungswissen angeeignet und habe dann relativ schnell gelernt, dass ich ohne Empfehlungen nicht weiterkomme. Ja, und deswegen habe ich mir ganz schnell angeeignet von Anfang an, dass ich lerne, wie ich Empfehlungen nehme, um schnellstmöglich aus diesem persönlichen Netzwerk nicht rauszukommen, weil es macht ja kein, warum soll man da rauskommen wollen? Ja, es ist ja gut, wenn du die Menschen gut kennst, weil dann macht ja deine Arbeit viel mehr Spaß, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du morgen zu einem Kunden gehst, bei dem du gemütlich einen Kaffee trinkst, weil ihr euch schon Jahre kennt, der Kunde unterschreibt und weil er gerne bei dir kauft, ja, wie wenn du jetzt jemanden komplett Neues erstmal überzeugen musst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nichtsdestotrotz wird dein persönliches Netzwerk ja am Anfang nur eine natürliche Begrenzung haben. So, und deswegen musst du dieses Netzwerk stetig erweitern, Tag für Tag, und das machst du dann am besten mit Empfehlungen, weil das die Wege sind, die dir immer sofortige Ergebnisse bringen. Das heißt, du kriegst ein sofortiges Feedback, ja. Du sprichst mit jemandem in deinem persönlichen Netzwerk, kriegst ein Feedback, interessant, nicht interessant. Du sprichst mit jemandem in deinem persönlichen Netzwerk, Empfehlung ja, nein, ja. Und so kommst du halt sehr, sehr schnell voran, siehst, was funktioniert nicht und kannst es dann natürlich auch für dich weiter gezielt verfeinern. Und genauso ist es bei Empfehlungen auch, ja. Du nimmst Kontakt zu den Empfehlungen auf, ja, nein und so weiter. So, und dann ebenfalls eine gute Möglichkeit, schnell zu starten, erste Ergebnisse zu erzielen, ist, ich habe es jetzt hier Event-Marketing genannt. Im Prinzip geht es einfach darum, dass du deine Veranstaltungen voll machst oder die Veranstaltungen, die deine Upline zur Verfügung stellt, die dein Partnerunternehmen zur Verfügung stellt. Events sind die beste Art und Weise, wie du vorankommen kannst, weil die Interessenten sofort einen Eindruck vom Unternehmen kriegen, wenn du jetzt im Prinzip, ich sag mal, klassische Offline-Veranstaltungen machst, also Präsentationen irgendwo, entweder in einem Hotel,
in einem Konferenzraum, in einem Büro, wie auch immer. Dort kriegen die Menschen sehr schnell einen Eindruck vom Unternehmen, von den Menschen, die dort arbeiten. Ja, also es ist ein richtig klasse Turbo für dein Geschäft und hast auch sofortige Ergebnisse. Die Interessenten, die du da einlädst, mal angenommen, du machst jede Woche eine Geschäftspräsentation, dann ist deine Aufgabe einfach, diese Geschäftspräsentation so voll wie möglich zu machen und dann an eine Gruppe von Menschen deine Botschaft quasi weiterzugeben. So. Und das Geschäft zu präsentieren. Und dann hast du natürlich einen großen Hebel, dass du eben deine Botschaft an viele Menschen auf einmal richtest. Ja, das können natürlich auch, du musst da nicht auch das Event nicht selbst machen, sondern das kann natürlich auch deine Upline machen. Und so hast du sehr schnell Ergebnisse, ja. Du hast also sehr schnell Menschen, die sich dem Unternehmen anschließen. Du gewinnst sehr schnell Kunden und kannst so schnell weitermachen, ja. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit dann, wenn man, und deswegen steht es hier erst an Nummer 4, wenn du hier in den Punkt 1 bis 3 deine Erfahrungen gesammelt hast, ja, dann helfen dir diese Erfahrungen natürlich auch, du hast halt gelernt, wer ist deine Zielgruppe, mit welchen Menschen möchtest du zusammenarbeiten, welchen Menschen kannst du am besten helfen, welchen Menschen kann dein Produkt am besten helfen, ja, und diese Erfahrung kannst du dann natürlich ins Online-Marketing dann übertragen und hier würde ich dir dann, wenn du sofortige Ergebnisse haben möchtest, empfehlen, schnell mit Geld zu arbeiten, weil Geld hat den Vorteil, dass es dir sofortiges Feedback bringt. Ja, also wenn du eine Werbeanzeige schaltest auf zum Beispiel eine Landingpage, wo die Menschen dann ihre E-Mail-Adresse hinterlegen können, ja, und du machst eine Anzeige, die Menschen besuchen die Seite, dann kannst du das alles messen und du siehst sofort, okay, wie viele Menschen tragen sich ein, lohnt sich meine Werbeanzeige und so weiter. Das heißt, du kriegst sofortiges Feedback, kannst arbeiten und bekommst natürlich auch sofort Besucher auf die Webseite. Ja, es nützt nichts, eine Webseite zu erstellen, die ins Netz zu stellen, die findet kein Mensch. Ja, sondern du musst ja irgendwie es schaffen, dass Besucher dort draufkommen und das machst du natürlich schnell mit bezahlten Werbeanzeigen, egal in welcher Art und Weise jetzt erstmal. So, und dann Schritt Nummer 5. E-Mail-Marketing, ja. E-Mail-Marketing macht natürlich erst dann Sinn, wenn du es geschafft hast, automatisiert viele Leads zu generieren. Das heißt, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen automatisiert, du hast zum Beispiel eine Werbeanzeige, die funktioniert, du hast eine Landingpage, die sehr gut funktioniert und sammelst darüber Kontakte, Interessenten, Leads ein, ja. So, und dann kannst du die natürlich mit automatisiertem E-Mail-Marketing quasi weiter bearbeiten. Und dass dann dementsprechend aus deinen Leads dann halt auch Kunden beziehungsweise neue Vertriebspartner werden, ja. Genau, natürlich kann man sich auch Leads kaufen. Es gibt auch Interessentenlisten, die man sich kaufen kann. Da würde ich dir aber auf jeden Fall davon abraten. Schritt Nummer 6 wäre dann, und das siehst du schon, das sind langfristige Ergebnisse, kannst du damit erwarten, ist Content-Marketing in Form zum Beispiel von Videomarketing via YouTube, dass du deinen eigenen YouTube-Kanal startest, dort deine Reise mit deinen Videos dokumentierst, ja, oder Problemlösungen zeigst, die deine Zielgruppe interessieren. Auch so kannst du dir dann eine Reichweite aufbauen. Aber auch hier musst du halt damit rechnen, dass das eben halt länger dauern kann. Das kann schnell gehen, ja. Es kann aber auch eben, wie gesagt, länger dauern, bis du eine ausreichende Anzahl an Leads darüber generierst. Genau das Gleiche ist beim Aufbau deines eigenen Blogs. Du kannst auch Content erstellen in Form von Blogartikeln. Ja, wenn du sagst, du bist nicht derjenige, der sich vor die Kamera stellt, was ich dir aber trotzdem empfehlen würde, weil sich hier die Menschen von dir natürlich einen viel besseren Eindruck verschaffen können. Dann kannst du natürlich das Ganze auch einfach in Textform machen, ja, dass du einen eigenen Blog startest, dass du Artikel für deine Leser schreibst, die ihnen weiterhelfen und dir natürlich so eine Reichweite aufbauen. Diese beiden haben den Vorteil, dass sie, ich sag mal, kostenlos betrieben werden können, kostenlos aber in Anführungszeichen, weil die Zeit, die du ja investierst, die musst du ja auch rechnen, ja, also so fair muss man dann schon sein, aber nichtsdestotrotz hast du dann, wenn das Ganze aufgebaut ist, ja, und du das Ganze zum Laufen gebracht hast, dann hast du natürlich Interessenten und Leads, die dich quasi, ich sag mal, in Geld nichts kosten, ja, das heißt, wenn du dann auch mal nichts machst, Wochen, Monate lang, dann generierst du trotzdem Interessenten und Leads darüber, weil zum Beispiel dein Blog in den Suchmaschinen gefunden wird, ja, gut. Und dann last but not least, ich weiß, viele machen das hier oben als erstes, ja, und schulen das auch so. Ich mache das nicht, ja, ich habe es aber trotzdem mit reingeschrieben, weil ich weiß, dass es funktioniert, weil ich auch viele Leute kenne, die das sehr erfolgreich dann dementsprechend auch machen.
beziehungsweise wo es laut den ihren Angaben eben auch sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel Facebook Live Videos machen, ja, die gehen dann täglich live, ja, sprechen über ein gewisses Thema und bieten dann dementsprechend an, sich eben über ein E-Mail-Eintrageformular einzutragen, weitere Infos anzufordern etc. Das kann kurzfristig funktionieren, ja, ist aber aus meiner Sicht auch eher langfristig zu sehen. Und ich mache es aus dem Grund nicht oder nur sehr, sehr selten, weil ich jemand bin, die Arbeit, die ich mache, dann mag ich möglichst lange was davon haben. Und bei dieser Form von Marketing, Facebook Live etc., ist es halt auch tatsächlich so, wenn du da das dauerhaft haben möchtest, die Ergebnisse. Also immer wenn du live gehst, wirst du vermutlich, wenn du es richtig machst, auch ein Ergebnis erzielen, ja. Aber es ist halt auch so, wenn du halt nicht live gehst, dann hast du halt auch nichts, ja. Und es ist auch nicht so, dass deine Live-Videos dann auch tatsächlich in einem halben Jahr noch auffindbar sind, ja, je nachdem wie, die Menschen werden es einfach nicht mehr finden dann, ja, so lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich, wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, ich mache live, ja, und mache das dann auf meinen Blog und auf meinen YouTube-Kanal, kann das auch wieder anders aussehen, aber wenn du das rein jetzt so separat betrachtest, ist es für mich, ich bin da eher derjenige, der sagt, okay, ich schreibe lieber einen Blog oder ich mache lieber ein Video, optimiere das, sodass es von den Suchmaschinen gefunden werden kann und dann ist das Ganze im Netz. Kann sein, dass es nicht funktioniert, das Video, aber wenn es funktioniert, dann bringt es mir einen stetigen Strom an Interessenten. Ja, aber wie gesagt, auch hier musst du für dich entscheiden. Das sind die 8 Möglichkeiten, die ich empfehle und das ist meine Reihenfolge, die ich empfehle. Ja, natürlich, du kannst es gerne auch anders probieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wer die Stufen 1 bis 3 nicht gegangen ist, der hat gerade im Network Marketing nicht den Erfolg dann mit den Stufen 4 bis 8. Ja, liegt halt einfach auch daran, dass die meisten Menschen, die im Network Marketing anfangen, denen geht es so, wie es mir am Anfang gegangen ist, ja, die haben keine Marketing-Ausbildung, sondern die kommen aus unterschiedlichsten Berufen. Ich war Industriemechaniker, ja, und dementsprechend gebe ich das natürlich einfach so weiter, wie meine Erfahrung ist und wie meine Empfehlung ist. Okay, ich hoffe, das Ganze hilft dir weiter. Wenn dem so war, würde ich mich natürlich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst. Teil das Video auch gern mit deinem Netzwerk. Und solltest du Interesse an der Zusammenarbeit haben, findest du unterhalb des Videos weitere Links, wo du dich informieren kannst. Dort kriegst du dann alles Weiteres gezeigt. Ich werde dir auch noch einen Link zu einem Blogartikel unterhalb des Videos bereitstellen, wo du diese Inhalte jetzt hier nochmal nachlesen kannst für dich in Ruhe. Und ich hoffe natürlich, dass das Ganze für dich ja auch wirklich hilfreich war. Hinterlass mir gerne deine Ideen, deine Anregungen. Ich freue mich da auf jeden Fall von dir zu hören. Okay, das soweit zu dem Video heute. Ich wünsche dir ja alles, alles Gute, maximalen Erfolg und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.